So, Leute, herzlich willkommen auch immer. Und heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Wir liefern heute Altkunststumpf nach London. Ja, wir fahren heute mal ins Ausland. Auf geht's. Ich hoffe, ihr hört diese Hintergrundgeräusche von meiner Klimaanlage. Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hört das nicht. So. Perfekt. Wir fahren auch direkt los. Also Leute, es ist wirklich sehr warm. Bei uns sind es 31 Grad. Wie es tatsächlich in meinem Zimmer ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Grad mehr. Ich denke mal so 35 Grad. Ja, ich kann einfach ohne diese Klimaanlage nicht. Weswegen ich nutzen muss. Weil ich sonst selber kein YouTube-Video aufnehmen kann. So. Ich kann die mal leiser machen. So. Das könnte ich. So. Wir müssen auch erstmal jetzt hier wir müssen, glaube ich, schon direkt dahin fahren. Hinfahren. Ich meine, wir müssen, glaube ich, direkt da wegen irgendwie. Kommt da einer von links? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal. So. Ist der Kreisverkehr, die Feuerwehr. Es kommt ein LKW an. Was gegen ihn reingefroren, aber zum Glück ist alles gut. Also ich schwitze hier halt wirklich. Ne? Es macht absolut gar keinen Spaß. Und rausgehen will ich erst recht nicht, weil da sterbe ich wortwörtlich. Abgesehen von meiner Jacke, weil ich habe, Leute, ich bin ein Unmensch, ich habe immer Jacke an, wenn es heiß ist. So macht man es, ne? Jetzt habe ich ja noch nie gesehen, was hier für eine Auffahrt. Busfahrt? Auffahrt. Auffahrt, genau. Vor allen Dingen hier diese Straße hier, die mir da anzeigt, bin ich absolut null an. Man darf nur 30 fahren, ich fahre ein bisschen zu schnell, nämlich 15. Komm mal, oh, hier sind so hoch. Okay. Ich gehe mal drum mit meinem Drecks-LKW. Ja, sollte machbar sein. Also abgesehen davon, dass ich in der 30er-Zone 50 fahre, muss ich hier abbremsen, weil sonst fliege ich wieder nach Amerika. So. Wow. Stopp, ich fahre einfach durch. Was wollen die von mir? Einige, man muss da hier echt in so ein Dings reinfahren. Ah, das hier ist offen. Die sind alle offen. Bin sehr bedeppert. Aber egal. Da vorne ist schon die Schiff-Dingsbums. Sehe ich. War hier links rein, weil der mir auf den Keks geht. Da rechts. So. Müssen hier gleich liegen. So. Bisschen da raufgekommen, aber alles gut. Das ist hier richtig so in Kurven alles gemacht. Alles klar. So. Fahren wir hier mal gleich, nämlich da rein. Haben wir nämlich hier gleich mit dem Dacht. Ja. Schiff. Wand. Nicht gegenfahren. Ich will nämlich heute versuchen, nichts zu riskieren. Also keine Unfälle zu machen. Warum stehen denn hier alle? Egal, ich fahre dann einfach weiter. Hey, ich bin noch. Also diese Auffahrt hier habe ich noch nie gesehen. Ne? Das ist gerade voll legendärer Moment. Muss ich jetzt hier hochfahren? Ja. Ah, da sehe ich doch schon meinen Schiff-Dings. Mich überhaupt durch? Ja, passt. So, zack. Motor aus. Und ab nach London.
Beziehungsweise noch sind wir dann nicht in London. Wir wollen ja nach. Route neu berechnen. Route neu berechnen. Leute, mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr meinen Discord-Bot einladen würdet. Das ist ein kleiner, aber feiner Discord-Musikbot, wo ihr 23 Radiosender könnt. Und es kommen natürlich immer mehr, ne? Also ich versuche so viele wie möglich da reinzupacken. 23 habe ich schon. Und natürlich, wenn ihr einen eigenen Radiosender habt, schickt mir einen MP3-Link und ich packe ihn auch da rein. Dieser Bot ist auch für englische Leute, ne? Aktuell gibt es, glaube ich, noch keinen Radiosender für die Englischen. Das bin ich noch nämlich auf der Suche. Aber Leute, ich kann euch versichern, bald gibt es auch englische Radiosender. Ja, schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist nämlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie der Discord-Server von meinem Musikbot. Denn ich habe jetzt auch einen Discord-Musik-Support-Bot. Falls irgendwie Fehler mit dem Bot passieren. Junge, wo soll ich denn hier rausfahren? Ich muss hier irgendwo rein. Den fahre ich fast um. Ja. Warte, ich muss mal hier kurz hier anmachen. Und jetzt hier einmal kurz drehen. Oh! Gut, wohl keinen Unfall gemacht. Also ich bin dagegen gefahren, aber es hat den nichts ausgelöst. So, jetzt kann ich hier nämlich auch hochfahren. So. Eigentlich müsste ich jetzt hier die linke Auffahrt nehmen, weil das ist ja hier Linksverkehr. Ja, wir fahren hier kurz einfach mal kurz auf. Da. Okay. Hier absolut nichts. So. Perfekt. Fahren wir jetzt mal zu dem, direkt den Namen vergessen. Nach London, genau. Eigentlich müssten wir schon in London sein, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Also hier steht's nirgendwo. Ich bin im Nirgendwo. Ich bin echt im Nirgendwo. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Bot halt, wie gesagt, einladen würdet. Biege nach rechts ab. Der Link ist natürlich oben in der ersten Videobeschreibung. Also der allererste Link ist das. Und der zweite Link ist auch ein Discord-Bot, den ihr euch gerne einladen, den ihr gerne einladen könnt. Beziehungsweise, ihr müsst. Ah, ich hab komplett verkackt. Also, das ist ein Bot, den ihr nach Belieben anpassen könnt, also komplett einen eigenen Discord-Bot machen könnt, ohne irgendwie den zu programmieren. Also schaut gerne auch dort vorbei. Würde mich auch sehr unterstützen. Wird die Ampel hier mal grün? Oh, perfekt. Muss immer die, also man muss echt immer diese Ampeln anmeckern, dann werden die grün. So. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie warm es denn bei euch ist. Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr auch so warm links habt. Dann nicht. Dann fahren wir nämlich mal gleich links rein. Biege nach links ab. So. Ampel wird grün, bitte. War mal nass. Jetzt wird grün. Gut, also scheinbar bringt es doch nichts mehr. Oh, doch jetzt. Aber es hat nichts gebracht, die Ampel anzumeckern. Bei der vorherigen schon. Ne, ist mit dem Polizisten falsch. Das Gute ist, man kann halt diese Kurven immer so nehmen jetzt. Wenn man biegt halt immer in diese Kurve so rein. Seht ihr, was ich meine? Muss hier rechts liegen. Wie vor dieser Kackpolizei. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Leute, ich muss mal kurz was trinken. Ampel, wenn du jetzt grün wirst, halt, kriegst du eins aufs Maul. Nein, natürlich geht die Ampel nichts aufs Maul. Kann ich gar nicht, weil ich aus in diesem Spiel nicht aussteigen kann. Leider. Ey, das wäre noch geil, wenn man hier aussteigen könnte. Und auch bei der Tankstelle so richtig tanken muss. Also, so aussteigen, tanken,
in die Tanke rein, Geld bezahlen und dann kann man wieder weiterfahren. Ist natürlich sehr realistisch, aber man muss sich auch bedenken, es ist ja eine Simulation so. Also, eigentlich müssten Simulatoren natürlich auch realistisch sein. Aber, also das Spiel ist schon sehr realistisch, ne? Also wenn man mal überlegt, man muss ja auch schlafen. Ich habe das jetzt ausgestellt, weil es im Video nervig ist, aber auch das muss man tun. Mir werden die Kilometer aber auch nicht weniger, ne? Wird Zeit, ein bisschen schneller zu fahren, wenn ich hier irgendwann mal schnell fahren kann. So. Na, Polizist, wie geht's dir hinter mir? Ein bisschen schneller geworden, also ist ja nicht schlimm, ne? Also ich fahre ja nicht schneller. Ich darf ja 80 fahren, von daher. Oh, jetzt gibt mein LKW sehr viel Gummi. Yes, jetzt bin ich nämlich auf so einer Autobahn. In London. Wie nice. War noch nie in London. Ja, ich fahre gerne geradeaus. So. Ich habe das Gefühl, dass diese LKWs irgendwie schneller geworden sind. Oder ich? Let's go. Ich fahre fast 97 mit einem LKW und baue fast einen Unfall. Ich kann eigentlich das nicht ausmachen, weil das ist die Autofahrer behindert. Ja, fast 100. Ja, 100 km/h. 3 Kilometer zu schnell. Das kann man doch mal machen. Wir fahren gerade 105 Kilometer. Kann ein LKW überhaupt so schnell fahren? Also ich glaube nur 80. Also Busse auf jeden Fall nur 80. Das weiß ich. Also die dürfen halt nur 80 fahren auf der Autobahn. Bei LKWs auch, glaube ich. Ne? Weil LKW und Bus ist eigentlich fast dasselbe. Diese Straßen, die glänzen voll. 111, 110, die Polizei, wow, Schaden. 111, 112, die Feuerwehr. 113 gibt es nicht. Ich wollte ja gerade sagen 911, aber 911 Kilometer kann kein LKW fahren und auch kein anderes Auto. Stell dir mal vor, das würde gehen, aber ja, vielleicht macht Elon Musk sowas. Weiß es nicht, ob der bald ein neues Auto rausbringt. Was 900 km/h schnell ist? Denke nicht, weil das, glaube ich, für die Straße nie zugelassen wird. Aber, probieren kann man es. Also, Leute, jetzt mal ehrlich. Ich glaube, es wird sowas nie geben, weil das für die Straße einfach nicht zugelassen ist. Und seit wann fährt ein LKW 125 km? Funktioniert doch gar nicht. Moinsen, ihr Werners, warum so langsam? Ich fahre einfach alle an denen vorbei. Selbst an Autos. Moin. Scheibenwischer hin, Scheibenwischer her. Und das Leben fällt uns sehr schwer. Guck mal, er macht sogar schon Platz für uns. Ja, ja, ich will auch nicht abbiegen. Ich hab nicht... Oh! Boah. Junge, dieser LKW hat mich gerade so nach links gezogen, dass ich nicht lenken konnte. Aber sind wir schneller als ein Auto? Das bestätigen wir jetzt. Ja, sind wir. Amanos, tschüss. Warte, was heißt das eigentlich, das Wort? Also ich habe es jetzt irgendwie aus dem gesagt. Heißt doch irgendwie so... Ja, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mal irgendwo gehört und seitdem sage ich das die ganze Zeit. Ja, du... Ja, das wird hier sehr schwer. Das wird sehr schwer. Alles im grünen Bereich. Nichts passiert. Wir haben noch 20 Kilometer, die wir schaffen müssen. Das ist doch alles gut hier. Wir fahren 100 km/h in 48er-Zone. Da wäre mein Führerschein jetzt schon längst weg. Jetzt darf man sogar nur noch 30 fahren und ich fahre 100. Ja, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Da, easy. Wow, brems. Nichts passiert. Okay, jetzt haben wir werden abbremsen müssen, weil wir jetzt nach rechts. Ich fahre dann einfach mal, ne? Tschüss.
Ich finde Linksverkehr irgendwie geiler als Rechtsverkehr. Aber warum nicht? Warum ist dieser Blitz eigentlich auf der linken Seite? Weil der blitzt uns ja nicht, sondern der blitzt diese Gegenverkehr-Leute da. Oder warum ist er auf der anderen Seite? Ah, wir sind in London. Also wir waren die ganze Fahrt noch nicht in London. Ein Abu, weißes Auto. Ups, da habe ich ihn fast berührt. Und warum gibt dieses Auto einfach so viel Gas? Wir haben noch 1% Schaden, also besser als die anderen Fahrten. Und über Rot fahren wir jetzt auch. Am besten nicht in den Autos rein. Weil das wäre ein bisschen schlecht. Ja, ich ramme den. Oh, ich habe ihn fast gerammt. Aber gut, dass ich der weltbeste LKW-Fahrer bin. So. Leute, was ich auf jeden Fall euch noch sagen will, ist, dass kein Minecraft, also dass dieses Minecraft-Video praktisch mit den Feuerfisch und sowas nicht mehr kommen wird, da wir uns ein bisschen umentschieden haben, was wir mit dem Server machen. Beziehungsweise unsere Base wurde halt kaputt gemacht von den lieben Nicht-Herren Noah und ja, deswegen machen wir entweder eine Stadt oder wir spielen erstmal gar nicht mehr mit dem auf dem Minecraft Server, weil es doch ziemlich langweilig ist und scheiße. Man cheatet und so. Ja. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Ich hol den noch. Warte doch jetzt nicht auf den. Links abbiegen und dann rechts halten. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hab ich doch schon. Das war die das gesagt hat. Fahrt. Ja, finde ich auch, dass es schön war. Okay, Leute. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch auf meinem Discord-Support-Server vorbei für mein Musikbot. Schaut auch gerne auf den Musik. Ladet auch gerne den Musikbot ein. Wie gesagt, ist ein Radio-Bot. Schaut auch bei SNX vorbei. Link in der Videobeschreibung, denn dort könnt ihr euren eigenen Discord-Bot nach Belieben anpassen und auch benennen. Und es ist auch keine Werbung dort. Also der Bot ist komplett bei euch und man könnte denken, den habt ihr selber programmiert. Habt einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.